So, willkommen zur der unmöglichen Folge. Die unmögliche Testkammer, wie Kledis uns das gesagt hat. Die unmögliche Testkammer. Weil, wenn wir ihn hier durchlaufen lassen würden, hier so. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Kann ich nicht durchgehen. Aber wenn ich sozusagen jetzt mich hier hinstelle, kann ich darüber schießen. Und dann mit den Kubus durchs Portal und fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Nein. Ich will den. Das Radio. Das muss ich doch im Schwung holen. Oder das anders. Ah, ich hab's. Also, vorne wird halt schon. Finden wir. Ey. Höfliche Half-Life-Geräusch, glaube ich, zum Aufheben. So. Also, das sind einfach Copyright-Probleme. Ich glaube nicht, dass nein, ein Titel wohl. Ja, vorne noch klettern wir einen Chat. Okay. Aber ich will noch ein Bild für die Test, für das Kontrollen von die für Testkammer. So. Wie man sieht, wir haben sie in 2 Minuten gepackt. Liegt vielleicht auch daran, als wenn sich das Projekt, das Spiel ja schon kenne, so wird dann jetzt wieder zurückgehen. Nein, ich gehe jetzt also ich. So. An sich habe ich es ja schon, glaube ich, 2-mal an sich mal gespielt. Aber sonst, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht wieder alle Rätsel. Ich meine, wir sind ja erst am Anfang, wir sind ja wohl bei der 10. Testkammer, das glaube ich gerade. Und dann sieht jetzt der 19. Testkammer. Da könnte es schon so ein bisschen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Das ist halt ein bisschen teilweise. Jetzt haben wir hier das Symbol. Dadurch. Er gibt schon. Das Teil hast du ja da hinten aktuell. Wir wollen darüber. Tschüss. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Da haben wir das Orangene. Und müssen jetzt dadurch wieder. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. So, jetzt haben wir die Step 2. Kommen somit auch dadurch. Aber so nebenbei gesehen ist da das Radio. Wo jetzt erstmal nachgucken. Wo ist die Übertragung? Ich will die Übertragung. Da ist sie ja. Genau da landet. Steht's der bisschen Schwepp? Glaube ich. War damit die Übertragung. So. Nein, ich brauche mal Metall da. Hoppala. Reicht das schon überhaupt? Ja, da reicht. So, ab zum nächsten Testkammer. Wir haben auch noch 9 Testkammern. Also, das wird verwendet oder sie müssen schnell gehen. Aber ich brauche 2 ist ja bis. Ist ja schon länger. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen an sich. Ich bin Portal 2 ist ja glaube ich auch an sich mehr Geschichte drin als in Portal 1, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, ob es so ähnlich so ist, dass wir da ja mehr Geschichte haben.
Das Enrichment Center versteht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ja, den wollte ich gerade nicht betreten. Hallo, Doc. Sehe ich mich selbst? Verdammt. So, wir wissen, weil das die Sache ist gerade. Wir müssen da rein die Trudel kriegen. Das ist die andere Portalschießer. Das ist dann unser Delvis, was wir dann bei der 2 hätten. Maustaste 2 Deutsch. Was wir aber noch nicht haben. Weil es zurzeit die Sache jetzt hier fehlt. Hat sie von der Trudel mal geredet? So, erstmal stoppen. Das war ja fast der erste Male, wo man sterben kann. So, jetzt aber nochmal von vorne. Wir wollten jetzt nicht da rein. Jetzt warten die halt, bis sie wieder das Teil seiner Routine macht. Das finde ich halt am nervigsten bei dieser Teil hier, dass es so lange dauert, bis diese Portal dann wieder ihre Routine macht. So, jetzt müssen wir halt dort warten, bis es dort ist. Jetzt darüber. Und jetzt aktiviert er. Aktiviert ist sozusagen die Brücke, die wir da haben. Hier wollen wir nicht raus. Da auch nicht. Wir wollen ja da hinten raus. Ah, wenn aber so sein gerade. Das ist jetzt sozusagen noch Platz für die Sache. Bei letzten Teil würde ich das nicht. Was wir jetzt auch können. So, jetzt schießen wir hier nochmal. Aber so, schnapp ich mir nicht. Das Gerät kann jetzt 2 verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. So. Ja, das Portal ist da hinten immer noch, sozusagen. Aber wenn es ja wieder zu ist, wir. Da hinten ist das Radio drin. Wir müssen in den vorderen Bereich. Nee, den können wir nicht mehr rein. Doch, können wir. Aber ist es. Ich hab's doch dann gehört. Da! Ist direkt vor der Tür. Verdammt nochmal. Ist direkt vor der Tür. So nah, aber auch so fern. Zweimal sterben. Come on! Das Gerät kann jetzt 2 verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Nein. Wie kriege ich das Teil da bitte? Wie kriege ich das? Da ein Button, der hier das hier aktiviert. Das Teil ist ziemlich lang. Der kann doch nicht da. So weit können die nicht springen. Nee, so weit können die nicht mehr ansatzweise springen. Es reicht gerade nicht aus, dass wir das Teil da kriegen. Ich meine, wir können ja nicht darüber springen. Ich meine, wir können nicht darüber, wie wir jetzt gesehen haben, können wir dann nicht darüber springen. Also, das Gerät kann jetzt 2 verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die... Es gibt ja keine Sprint-Taste hier, oder? Sprint.
Ich meine, naja, nee. Ich hätte jetzt ja keinen Sprint. Die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt wohnort hier. Geständnis. Wenn das Teil genau dort ist. Nein! Das ist, muss so schaffbar sein. Ihr habt es gesehen. Geständnis und packen. So weit können wir noch springen. So, warten wir es erst, bis es wieder direkt hier ankommt. Und losfährt. Weiter. Nein! Jetzt verreck ich. Das ist die Rekordfolge. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Portal dann. Mein Körper ist nicht da, nur die Portal dann. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Ja. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe. Wir haben es schon gehört. Alle Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Wir haben uns noch minimal weiter nach hinten lassen. Sonst müssen wir es noch lassen. Letzter Versuch. Ja, reicht dort selber auch gerade, Leute. Ich weiß, es nervt euch gerade auch nicht. Jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Nein, das ist ein Fehler. Du willst dich doch von Kackeiern! Wir können ab hier schon rüberspringen, ja. Das muss doch schaffbar sein, ey. Wir machen hier. Ja, wie viele wollen wir das Projekt wohl haben? 30.000, wenn ich sowas mache immer. Mehr reicht's. Das mache ich mal privat. Nicht. Ja, was ist deine Konsole? Sonst würde ich den Flyer nehmen. Wenn wir wollen, ist es nervt mich schon ein bisschen. Bereit, machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Raum. Thank you.
stirbt, kannst du auch schon mal fangen. Wir. Was ist hier los? Leider keine Idee, wie das wohl funktionieren mag. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindelig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Das klingt da super. Sehr lange dauern. Wichtiger Testapparat zerstört. Sehr lange dauern. Das werden wir sehen. Da. Bam. So, nochmal kommen. Und da. Bitte sehr. Dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Vermissen? Ja, erklärt es. Bevor ich mache, wir machen noch eine Testkompetenz. Dann beenden wir auch die Folge hier. Wir machen das halt eine zusätzliche, weil ich so lange der einen da dran habe. Besser ist, jetzt haben wir schon 10 von 26, 16, 14. Das ist nämlich auch eine. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Manch, diese Folge könnte. Ich meine, diese Kammer dauert ein bisschen länger. Okay, die Treppe öffnet sich jetzt noch nicht. Okay. So. Ihr habt's auch gehört. Da hier hinten. Ich schieße noch was Blau dahin. Hey.
eindeutig von der Wand. Kommt es auch. Wenn wir das hier betätigen können, dann müssen wir uns da hochschwimmen lassen. Okay. Weil das hier fährt dann ja runter, weil wir aktuell nicht hochkommen. Aktuell kommen wir ja schlechter hoch. Das ist sozusagen die Sache, weil wir aktuell ja schlechter hochkommen. Aktiviert. Der sieht es nicht. Ja. Ich muss das vielleicht klappen. Hat's auch. Yes. Kontrolle. Könnte mir aber was denken da hinten, aber. Mein ganz am Ende, na, ganz am Ende sozusagen das Teil versteckt zu haben, aber wir werden sehen. Ich glaube, ich krieg da was anderes, eher mit 85,2 FM. War eine Idee. War auch jetzt zur Wolke. So, laufen wir noch da hinten, dann laufen wir durch und beenden ja diese Folge hier. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich nicht viel eigentlich hier ab im Projekt, aber ich glaube, es ist mittelmäßig, glaube ich, gerade aktuell. Jetzt haben wir 11 von 26. Okay. Mal gespannt, ob wir alle reinkriegen. Ob wir fast alle reinkriegen. Der sieht das Lift. Ist ein Rentnerlift. So. 1, 2. Wieder. So. Ein bisschen über den Folge. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Aber so, wie es weitergeht mit in der Testkammer 15. Ich glaube, ich werde die jetzt eigentlich. Ich bin nicht überlegen, wie ich die voll nenne. Das ist jetzt eigentlich. Ich würde mal gucken, ob ich nach Bildern ein bisschen tut oder ob ich einfach sozusagen dann hier nach der ersten Testkammer, nach der vollen Erfolgsbeginn einfach benenne. Testkammer 15. Oh, jetzt folgen nur noch 4. Aber dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.